Herzlich willkommen zur Vorlesung über Markov-Ketten. Nachdem wir in der letzten Vorlesung den Begriff des stochastischen Prozesses, seiner Verteilung und dessen Konstruktion kennengelernt haben, soll es in der heutigen Vorlesung hauptsächlich um Markov-Ketten gehen. Insbesondere möchte ich viele Eigenschaften von Markov-Ketten und Beispiele diskutieren. Schauen wir uns das im Detail einmal genau an. Ich möchte in diesem ganzen Abschnitt folgende einschränkende Annahmen treffen. Nämlich, dass dieser zugrunde liegende Zustandsraum E entweder aus endlich vielen Werten besteht oder abzählbar unendlich ist. Und dementsprechend ist natürlich die Sigma-Algebra kalligraphisch E nichts weiter als die Potenzmenge. Weiterhin möchte ich annehmen, dass unsere Indexmenge I aus den natürlichen Zahlen inklusive der 0 besteht. Und in diesem Setting nennt man einen stochastischen Prozess xn, der definiert ist auf unserem zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeitsraum Omega fp und der Werte annimmt in unserem Zustandsraum E und sagt, dieser stochastische Prozess besitzt die Markov-Eigenschaft oder die elementare Markov-Eigenschaft, wenn das Folgende gilt, wenn nämlich die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt n plus 1 sich im Punkt xn plus 1 befindet, gegeben die ganze Vergangenheit, wo der Prozess vorher war, dass das nichts weiter anderes ist als die Wahrscheinlichkeit, den Prozess zum Zeitpunkt n plus 1 im Punkt xn plus 1 anzutreffen, gegeben den letzten Zeitpunkt, dass er zum Zeitpunkt n im Punkt xn war. Das heißt, mit anderen Worten, von dieser ganzen Vergangenheit, auf die ich hier bedingt habe, ist nur der letzte Zeitpunkt oder das letzte Ereignis relevant. Und Sie sehen natürlich auch, dass Sie diese Punkte x0 bis xn geeignet wählen müssen, nämlich Sie müssen garantieren, dass sie so gewählt sind, dass diese Wahrscheinlichkeit hier, also die Wahrscheinlichkeit von dem Durchschnitt der Ereignisse, wo der Prozess an den Punkten 0 bis n war, dass dieses Ereignis, diese Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis nicht verschwindet. Andernfalls sind beide bedingte Wahrscheinlichkeiten nicht wohl definiert. Des Weiteren sieht man, dass diese bedingte Wahrscheinlichkeit natürlich a priori von n abhängen kann. In dem Spezialfall, wo diese bedingte Wahrscheinlichkeit hier auf der rechten Seite aber unabhängig von n ist, nennt man diesen Prozess xn auch einen Prozess, der die zeithomogene Markov-Eigenschaft besitzt. Schauen wir uns ein paar Beispiele dazu an. Das erste Beispiel ist das kanonische Beispiel, nämlich sei xn einfach eine Folge von unabhängigen Zufallsvariablen auf unserem Wahrscheinlichkeitsraum E. Und die Behauptung ist, diese Folge genügt der elementaren Markov-Eigenschaft. Warum ist das so? Na gut, fixieren wir uns einfach einen Zeitpunkt n in n0. Wir nehmen uns die Punkte x0 bis xn plus 1 in E her. Und die wählen wir so, dass die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt 0 in x0 bis zum Zeitpunkt, dass der Prozess zum Zeitpunkt n in xn ist, dass diese Wahrscheinlichkeit einfach nicht verschwindet. Und dann gucken wir uns diese bedingte Wahrscheinlichkeit an. Jetzt sehen wir aufgrund der Unabhängigkeit, dass natürlich die Wahrscheinlichkeit, den Prozess zum Zeitpunkt n plus 1 in xn plus 1 zu finden, gegeben die ganze Vergangenheit, nichts weiter ist als die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt n plus 1 sich im Punkt xn plus 1 befindet. Also hier haben wir in eklatanter Weise die Unabhängigkeit ausgenutzt. Jetzt kann man die natürlich auch nochmal ausnutzen und das auch wieder zurückschreiben in diese bedingte Wahrscheinlichkeit. Und damit haben wir genau die Definition nachgeprüft. Und Sie sehen jetzt hier auch unter der zusätzlichen Annahme, dass nämlich unsere Folge von Zufallsvariablen nicht nur unabhängig ist, sondern auch identisch verteilt ist, erfolgt unmittelbar, dass diese Wahrscheinlichkeit, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt n plus 1 sich im Punkt x befindet, ja dann
den gleichen Wert annimmt wie die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt 1 sich im Punkt x befindet. Und das impliziert natürlich sofort, dass der Prozess xn dann die zeithomogene Markov-Eigenschaft besitzt. Also fassen wir jetzt zusammen, wenn ich eine Folge von unabhängigen Zufallsvariablen habe, dann ist das ein Markov oder ein Prozess, der die Markov-Eigenschaft besitzt. Und wenn ich zusätzlich weiß, dass diese Folge von unabhängigen Zufallsvariablen zusätzlich noch identisch verteilt ist, dann hat der diese Folge von Zufallsvariablen als stochastischen Prozess interpretiert, sogar die zeithomogene Markov-Eigenschaft. Gucken wir jetzt ein Beispiel an, wo sozusagen wo wir jenseits sind des Beispieles von unabhängigen Zufallsvariablen. Dazu gucke ich mir das Folgende an. Also ich starte wiederum mit einer Folge von unabhängigen Zufallsvariablen mit Werten in i. Und jetzt definiere ich mir eine neue Folge xn, die gerade gegeben ist als das Running Maximum der ersten n plus 1 Zufallsvariablen. Offensichtlich ist dieses xn natürlich keine unabhängige Folge mehr. Also ich betrachte ja quasi gerade das Maximum der ersten n plus 1 Zufallsvariablen. Dennoch ist die Aussage, dass diese Folge, die so definierte Folge, der Markov-Eigenschaft genügt. Warum ist das der Fall? Dann nehmen wir uns wieder ein n her, nehmen wir uns wieder die Punkte x0 bis xn plus 1 aus e her, mit der Eigenschaft, dass die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis nicht verschwindet. Jetzt gucken wir uns die bedingte Wahrscheinlichkeit an. Nämlich, dass der Prozess zum Zeitpunkt n plus 1 sich im Punkt xn plus 1 befindet, gegeben die ganze Vergangenheit. Und jetzt kann ich natürlich diese Zufallsvariable xn plus 1 auch wie folgt ausdrücken. Das ist ja nichts weiter als das Maximum zwischen dem Wert der Zufallsvariable xn und der Zufallsvariable yn. Das folgt unmittelbar hier aus der Definition, weil das ist ja das Maximum über die ersten n plus 2 Zufallsvariablen, wenn ich mir das Objekt hier angucke. Jetzt habe ich natürlich hier die Bedingung drin, dass ich natürlich weiß, welchen Wert die Zufallsvariable xn annimmt, nämlich gerade den Wert klein xn. Also habe ich daraus das Folgende gewonnen, dass ich nämlich diese Zufallsvariable xn plus 1 auch schreiben kann als das Maximum zwischen dem Wert klein xn und dieser Zufallsvariable yn plus 1 auf dem Ereignis, dass xn, diese Zufallsvariable xn, den Wert klein xn annimmt. Und jetzt sehe ich das Folgende. Also all diese Zufallsvariablen, die hier in dieser Bedingung stehen, hängen ab von den Zufallsvariablen y0 bis yn. Und jetzt sehe ich, diese Zufallsvariable, die hier auf der linken Seite auftaucht, ist natürlich die Zufallsvariable yn plus 1. Insbesondere nach Voraussetzung ist diese Zufallsvariable natürlich unabhängig von all den Zufallsvariablen y, die hier auf der Seite auftauchen. Das heißt, aufgrund der Unabhängigkeit kann ich diese Wahrscheinlichkeit auch ausdrücken als die Wahrscheinlichkeit, dass das Maximum zwischen der Zahl xn und der Zufallsvariable yn plus 1 gerade den Wert annimmt xn plus 1. Und jetzt kann ich natürlich dieses Argument auch wieder rückgängig machen, indem ich sage oder schreibe, dass diese Wahrscheinlichkeit analog zu dem Schritt hier das gleiche ist aufgrund der Unabhängigkeit wie die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass das Maximum zwischen dieser Zahl xn und dieser Zufallsvariable yn plus 1 gerade den Wert xn plus 1 annimmt, gegeben, dass xn, diese Zufallsvariable xn, sich im Punkte klein xn befindet. Und Sie sehen, durch diesen Schritt können wir natürlich das, was wir hier oben argumentiert haben, wieder rückgängig machen und dieses Objekt hier auf diesem Ereignis auch umschreiben als die Zufallsvariable xn plus 1. Und damit haben wir genau nachgewiesen, dass die so definierte Folge xn der Markov-Eigenschaft genügt.
In der folgenden Aufgabe lade ich Sie ein, sozusagen sich mit diesem Argument selber auseinanderzusetzen. Und das Beispiel geht wie folgt. Also gegeben sei eine Folge von unabhängigen Zufallsvariablen, die hier mit yn bezeichnet ist. Und diese Folge ist nicht nur unabhängig, sondern auch identisch verteilt. Und diese yn's nehmen nur zwei Werte an, nämlich mit Wahrscheinlichkeit p nimmt y1 den Wert 1 an und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus p nimmt y1 den Wert minus 1 an. Wobei klein p hier ein Parameter zwischen 0 und 1 sei. Jetzt definiere ich mir zwei neue Zufallsvariablen oder Folgen von Zufallsvariablen. Zum einen setze ich S0 gleich 0 und Sn ist einfach diese Summe der ersten n Zufallsvariablen yk. Und mit mn möchte ich das Running Maximum betrachten der ersten n plus 1 Zufallsvariablen s. Und dann ist Ihre Aufgabe nachzuweisen und beziehungsweise zu untersuchen, dass die Folge xn, die einmal definiert ist als das Maximum zum Zeitpunkt n minus diese Partialsumme Sn der Markov-Eigenschaft genügt. Und auf der anderen Seite sollen Sie untersuchen, ob das auch gilt, wenn Sie hier das Minuszeichen durch ein Pluszeichen ersetzen. Gut, was haben wir bis dato kennengelernt? Wir haben kennengelernt den Fall, dass ein stochastischer Prozess der Markov-Eigenschaft genügt. Und was dabei auftaucht, ist das Folgende, nämlich diese bedingte Wahrscheinlichkeit. Und Sie sehen, wenn Sie das interpretieren als ein Objekt, das zwei Eingänge hat, nämlich diesen Wert klein xn und diesen Wert klein xn plus 1, dann hat das ja eine Form von einer Matrix. Und jetzt geht es darum, sozusagen die Struktur dieser Matrix zu analysieren. Und dazu möchte ich den Begriff der stochastischen Matrix einführen. Also eine Matrix P mit den Komponenten PXY, wobei X und Y aus E sind, heißt stochastisch oder eine Übergangsmatrix, wenn das Folgende gilt. Zum einen sollen die Einträge oder die Komponenten PXY nicht negativ sein und das soll gelten für alle XY aus E. Und zum anderen soll die Zeilensumme gerade gleich 1 sein und das soll gelten für jedes X. Hier ein sozusagen, sehen Sie schon, es gibt so eine Verbindung zur linearen Algebra, weil plötzlich Matrizen auftauchen. Das Einzige, was Sie sozusagen im Hinterkopf behalten sollten, ist, dass unser zugrunde liegender Raum E nicht nur endlich viele Werte annehmen kann, sondern auch absehbar unendlich sein kann. Das heißt, diese Matrizen, die hier auftauchen, können aus unendlich vielen Zeilen und Spalten bestehen. Und das sozusagen ist etwas jenseits dessen, was man in linearer Algebra betrachtet. Und natürlich haben wir sofort ein Beispiel für so eine Matrix. Das ist zum Beispiel dieses Objekt hier. Das genügt natürlich genau dieser Eigenschaft, nämlich es ist nicht negativ. Und wenn ich hier über alle y summiere, kommt gerade 1 raus. Also der Raum der stochastischen Matrizen ist nicht leer. Als kleine Aufgabe, die ich Ihnen ans Herz lege, ist das Folgende zu betrachten. Angenommen, ich gebe mir vor zwei stochastische Matrizen, dann ist die Behauptung, dass das Matrixprodukt zwischen diesen beiden stochastischen Matrizen wiederum eine stochastische Matrix ist. Was es mir natürlich dann sofort auch erlaubt, n-te Potenzen von einer stochastischen Matrix zu bilden. Und auf der anderen Seite, dass auch die Konvexkombination von stochastischen Matrizen wiederum eine stochastische Matrix ergibt. Gut, und als kleine Anwendung davon hier den Satz von Chapman-Kolmogorov oder die sogenannte Chapman-Kolmogorov-Gleichung. Und darunter versteht man das Folgende. Also für jede stochastische Matrix P möchte ich mit die Komponenten des n-fachen Matrixproduktes Pn einfach bezeichnen mit p unten klein n. Wir haben ja bereits in der letzten Aufgabe gesehen, dass es sich hierbei wiederum um eine stochastische Matrix handelt. Und dann gilt das Folgende für die Komponenten
dieser Matrix Pn, nämlich wenn ich mir zwei Zahlen m und n aus den natürlichen Zahlen inklusive der 0 fixiere, dann gilt, dass die Matrixkomponente von dieser Matrix P m plus n an der Stelle xy sich auch schreiben lässt als die Summe über alle z von dem Produkt pm xz mal pn zy. Und Sie sehen sofort, der Beweis ist nichts weiter als genau die Beziehung, dass sich dieses Produkt pm plus n schreiben lässt als das Produkt aus dieser stochastischen Matrix p hoch m mal der stochastischen Matrix p hoch n. Das ist sozusagen hier die Beziehung. Was ich Ihnen jetzt noch darstellen möchte, ist, wie man stochastische Matrizen anhand des Übergangsgraphen veranschaulichen kann. Und das möchte ich mal in einem ganz, ganz einfachen Beispiel machen. Nämlich sei E der Raum einfach, der aus zwei Elementen besteht, und die habe ich jetzt einfach mal 1 und 2 genannt. Und Alpha und Beta seien einfach zwei reelle Zahlen im Intervall 0, 1. Wobei die Punkte 0 und 1 angenommen werden dürfen. Jetzt betrachte ich folgende Matrix P, die folgende Komponenten hat. Erste Zeile besteht halt aus der Einträgen 1 minus Alpha und Alpha, und die zweite Zeile besteht aus den Einträgen Beta und 1 minus Beta. Dadurch, dass man sofort sieht, dass unter dieser Annahme hier die Komponenten dieser Matrix nicht negativ sind und sich zu 1 aufaddieren, handelt es sich bei P offensichtlich um eine stochastische Matrix. Und jetzt sehen Sie, wie man das Ganze interpretieren kann. Also wenn ich sozusagen einen Wert in einer Zeile fixiere, also den ersten Eintrag von dieser Matrix und die zweite Komponente laufen lasse, dann ist das natürlich aufgrund der Normierungsbedingung von den stochastischen Matrizen nichts weiter als eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Jetzt kann ich das wie folgt interpretieren. Das kann ich interpretieren, angenommen, ich bin im Zustand 1, 1. Dann bleibe ich mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Alpha im Zustand 1, 1. Oder ich springe in den Zustand 2 mit der Wahrscheinlichkeit Alpha. Und das kann ich natürlich auch anhand von so einem Graphen, so einem Übergangsgraphen deutlich machen. Also wenn ich in 1 bin, dann bleibe ich im Zustand 1 mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Alpha, oder ich springe in den Zustand 2 mit der Wahrscheinlichkeit Alpha. Und umgekehrt, wenn ich im Zustand 2 bin, bleibe ich im Zustand 2 mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Beta. Daraus resultiert dieser Eintrag P22 dieser Matrix. Und umgekehrt, ich springe von dem Zustand 2 in den Zustand 1 mit Wahrscheinlichkeit Beta. Das entspricht hier gerade dem Matrix-Eintrag P21. Und sozusagen, jetzt können Sie hier ein bisschen rumspielen und sich vertraut machen, wie man Übergangsgraphen in stochastische Matrizen übersetzt und umgekehrt. Und als kleines Beispiel, hier habe ich mal einen Übergangsgraphen gegeben. Übersetzen Sie den zurück in die entsprechende stochastische Matrix. So, nachdem wir jetzt den Begriff der stochastischen Matrix eingeführt haben, können wir jetzt zur Definition von Markov-Ketten kommen. Und dazu brauche ich nämlich die folgenden beiden Objekte. Ich gebe mir genau so eine stochastische Matrix vor, die die Komponenten PXY mit XY aus E besitzt. Ich gebe mir noch zusätzlich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf E vor, die ich mit Nü bezeichnen möchte. Und ein stochastischer Prozess X auf unserem Wahrscheinlichkeitsraum Omega FP mit Werten in diesem Raum E heißt dann eine zeithomogene Markov-Kette mit Übergangsmatrix P und Startverteilung μ. Falls das Folgende gilt, nämlich falls die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt n plus 1 sich im Punkt xn plus 1 befindet, gegeben die ganze Vergangenheit, wo sich der Prozess an den Zeitpunkten 0 bis n befunden hat, gerade gegeben ist durch die folgende Komponente der stochastischen Matrix, nämlich den Eintrag pxn xn plus 1. Und natürlich macht das hier nur Sinn,
unter der zusätzlichen Annahme, dass die Punkte klein x0 bis klein xn so gewählt sind, dass die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis hier nicht verschwindet. Das ist sozusagen die erste definierende Eigenschaft. Die zweite definierende Eigenschaft ist, das ist sozusagen jetzt der Zusammenhang mit dem Wahrscheinlichkeitsmaß nü, dass nämlich die Verteilung von x0 gerade durch nü gegeben ist. Kurz möchte ich für eine zeithomogene Markov-Kette zu dieser stochastischen Matrix P und diesem Wahrscheinlichkeitsvektor nü auch schreiben, das sei eine nü-P-Markov-Kette. Im Folgenden kann es auch vorkommen, dass ich die Startverteilung betonen möchte und dann schreibe ich statt anstelle von P einfach auch P nü, einfach um diesen Startmaß sozusagen sichtbar auch vorkommen zu lassen. Und in den besonderen Fällen, dass dieses Startmaß nü nichts weiter ist als ein Dirac-Maß auf einen Punkt x aus unserem Zustandsraum, dann schreibe ich auch px anstelle von p Dirac-Maß x. Hier eine kleine Bemerkung. Wenn xn ein e-wertiger stochastischer Prozess ist, der der zeithomogenen Markov-Eigenschaft genügt, wie wir sie in der ersten Definition kennengelernt haben, dann ist xn natürlich eine Markov-Kette mit Zustandsraum E, Startverteilung μ, die gerade gegeben ist durch die Verteilung von x0, und Übergangsmatrix, die gerade gegeben ist durch diese bedingte Wahrscheinlichkeit hier. Das heißt, wir sehen, jeder Prozess xn, der der zeithomogenen Markov-Eigenschaft genügt, ist auch eine zeithomogene Markov-Kette. Kommen wir hier zu ein paar Beispielen. Also, ich möchte zurückkommen auf das Beispiel, dass yn eine Folge von unabhängig identisch verteilten Zufallsvariablen ist, mit der Eigenschaft, dass die Wahrscheinlichkeit, dass y den Wert 1 annimmt, gleich ein halb ist, und das soll das gleiche sein wie die Wahrscheinlichkeit, dass y1 den Wert minus 1 annimmt. Und jetzt definiere ich mir eine neue Kette dadurch, dass ich sage, dass x0 ist gerade 1, und dass xn nichts weiter ist als yn für jedes n. Und in dem Beispiel 3 haben wir gesehen, naja, das, was wir hier haben, diese Folge xn, ist dann natürlich eine Folge von unabhängigen Zufallsvariablen, wenn man nicht die Folge betrachtet von n gleich 1 an, nach Definition. Zum Zeitpunkt 0 ist das eine deterministische Größe. Also insbesondere ist diese Folge unabhängig, die ist nicht ganz identisch verteilt. Aber aus der letzten Bemerkung haben wir gerne gesehen, dass das gerade dass diese Folge gerade der zeithomogenen Markov-Eigenschaft genügt. Und aufgrund der letzten Bemerkung wissen wir dann auch, dass es sich um eine Markov-Kette handelt. Und der Zustandsraum hier ist einfach der Raum minus 1, 1. Die Startverteilung ist nichts weiter als dieses Dirac-Maß in 1, das heißt, sie startet deterministisch im Punkt 1. Und die Übergangsmatrix ist gerade gegeben durch die folgende 2x2-Matrix, nämlich sie hat überall die Einträge in halb. Um sich sozusagen weiterhin damit vertraut zu machen, lade ich Sie ein, folgende Aufgabe sich einmal anzuschauen. Also ich betrachte wiederum eine Folge yn, die aus unabhängig identisch verteilten Zufallsvariablen besteht und die sozusagen den Wert minus 1 und den Wert plus 1, hier ist ein Tippfehler, Entschuldigung, mit Wahrscheinlichkeiten halb annehmen. Und jetzt sind hier verschiedene stochastische Prozesse xn definiert. Einmal besteht hier xn plus 1 aus dem vorgehenden Element xn minus 1 plus yn. Einmal besteht es aus diesen Paaren yn und yn plus 1. Und einmal besteht xn aus der Summe von yn und yn plus 1.
Ihre Aufgabe besteht darin, zu untersuchen, in welchen Fällen es sich um eine Markov-Kette handelt und den Zustandsraum, Startverteilung und Übergangsmatrix anzugeben. Kommen wir zu weiteren Beispielen, und das ist jetzt hier ein klassisches Beispiel, nämlich die sogenannte Irrfahrt auf dem euklidischen Gitter ZD. Dabei handelt es sich um Folgendes. Also ich gebe mir erstmal vor, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung μ auf ZD. Und dann definiere ich mir eine stochastische Matrix auf folgende Art und Weise, nämlich die Einträge dieser stochastischen Matrix P, X, Y sind gerade gegeben durch diese Wahrscheinlichkeitsverteilung μ an der Stelle Y minus X. Und man sieht sofort, die Einträge, also diese Komponenten sind natürlich nicht negativ. Und wenn ich über alle Y summiere, summiere ich hier μ über alle möglichen Werte, die μ annehmen kann. Da kommt 1 raus, weil ja μ eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist nach Voraussetzung. Also ist dieses P, was ich so definiert habe, eine stochastische Matrix. Und die sozusagen zugehörige Markov-Kette bezüglich der Startverteilung Dirac in X und dieser Matrix P ist dann nichts weiter als eine Irrfahrt auf ZD. Jetzt gibt es natürlich hier noch ein paar Spezialfälle. Angenommen, diese Wahrscheinlichkeitsverteilung μ ist konzentriert auf die 2D nächsten Nachbarpunkte von der Null. Und in diesem speziellen Fall spricht man von einer einfachen symmetrischen Irrfahrt. Und hier unten ist ein Beispiel angegeben, der Übergangsgraph im Falle d gleich 1, nämlich wenn ich in 0 bin, dann kann ich zu meinem rechten oder linken Nachbarn springen mit Wahrscheinlichkeit 1/2. Und das gilt für jeden Punkt. Und Sie sehen die entsprechende asymmetrische einfache Irrfahrt würde einfach dadurch bestehen, dass ich sage, ich habe hier nicht die gleiche Wahrscheinlichkeit, nach rechts und links zu springen, sondern ich springe zum Beispiel nach rechts mit Wahrscheinlichkeit p und nach links mit Wahrscheinlichkeit 1 minus p. Und wenn Sie sozusagen die xn's darstellen würden, auf der x-Achse hier ist die Zeit, also n, und auf der y-Achse ist der Wert von xn, dann könnte sozusagen eine typische Realisierung der ersten 1, 2, 3, 4, 9 Zeitschritte folgendermaßen aussehen. Man kann natürlich auch Irrfahrten auf endlichen Mengen definieren. Und das ist das nächste Beispiel. Also ich betrachte hier der Einfachheit halber die Menge 0 bis groß n. Und dann ist eine Nü-P-Markov-Kette auf diesem Zustandsraum mit folgenden Übergangsgraphen kann ich vorgeben. Und Sie sehen, der einzige Unterschied zur asymmetrischen Irrfahrt ist der, dass ich mir jetzt noch eine Aussage treffen muss, was passiert an diesen beiden Randpunkten, also im 0 und in n. Und Sie sehen, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, dass wenn ich im Punkt 0 bin, dann kann ich einmal zum Punkt 0 zurückspringen mit der Wahrscheinlichkeit 1 minus a oder ich kann natürlich zurück zur 1 springen mit Wahrscheinlichkeit a. Und jetzt, das Gleiche gilt natürlich hier auch für den Punkt n. Jetzt sehen Sie, dass im Falle, dass a gleich 0 ist, dieser Rand natürlich absorbierend ist. Das heißt, wenn ich hier einmal reinkomme, a ist 0, dann bleibe ich im Zustand 0 mit Wahrscheinlichkeit 1. Ich komme da nie wieder raus. Und einen derartigen Zustand nennt man absorbierend. Umgekehrt, wenn ich zum Beispiel in dem Beispiel hier b gleich 1 wählen würde, dann sehe ich, wenn ich im Zustand n bin, dann springe ich im nächsten Zustand deterministisch zurück wieder auf n minus 1. Das heißt, es handelt sich bei diesem Randpunkt um einen reflektierenden Rand. Und Sie sehen, dieses Beispiel könnte Folgendes modellieren, wenn Sie jetzt noch diese Menge 0 bis n, die können Sie ja sozusagen beliebig verschieben. Wenn ja dieser Raum aus n plus 1 Punkten besteht, dann können wir auch bei, was weiß ich, minus n halbe anfangen und bis n halbe gehen oder sowas. Und das könnte Folgendes beschreiben, nämlich ein
Glücksspiel zwischen zwei Spielern, wobei Spieler A den Einsatz klein, sagen wir mal, PA gibt und Spieler B den Einsatz PB. Und die Summe aus diesen beiden Einsätzen sei halt gerade gleich groß n. Und dann sehen Sie, das Spiel, das könnte jetzt wie folgt ablaufen. Wenn der erste Spieler gewinnt, bekommt er 1 € von seinem Gegner. Und wenn er verliert, muss er 1 € abgeben. Und sozusagen, was hier aufgezeichnet sein könnte, wäre der Übergangsgraph von diesen Gewinnen und Verlusten. Und Sie sehen natürlich auch, in jedem Fall ist es sinnvoll, über absorbierende Ränder zu sprechen, nämlich wenn Spieler A das Geld ausgeht, wenn er 0 landet, kann er nachher keinen Einsatz mehr treffen, um weiterzuspielen. Das heißt, in dem Fall wäre er bankrott. Und umgekehrt, wenn er den Zustand N erreicht, wäre sein Gegenüber bankrott. Also es wäre sozusagen ein Modell für den Gewinn bei einem einfachen Gewinnspiel. Ein weiteres Beispiel, was ich hier angeben möchte, ist, es gibt noch eine Möglichkeit, eine Randbedingung zwischen diesen Punkten 0 und n einzuführen. Das ist nämlich so die sogenannte periodische Randbedingung. Und dann landen wir sofort bei einer Irrfahrt auf einem Torus. Und der Torus ist hier nichts weiter als die Menge z modulo n hoch d. Oder wenn Sie es auch wollen, können Sie es auch als diesen Quotientenraum schreiben. Wobei hier die Zahl n halt eine natürliche Zahl größer gleich 2 ist. Und analog wie vorhin bei einer Irrfahrt gebe ich mir also vor, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung μ auf unserem Raum E. Und dann definiere ich mir meine stochastische Matrix einfach dadurch, dass ich für Punkte xy aus diesem Raum E setze, dass der Übergang von x nach y gegeben ist durch die Wahrscheinlichkeit μ von der Differenz y minus x. Und auch in dem Fall hätte ich dann hier eine μp-Markov-Kette, wenn ich mir noch eine Startverteilung vorgebe. Ein einfaches Beispiel wäre die asymmetrische Irrfahrt mit periodischen Randbedingungen. Das heißt, mit Wahrscheinlichkeit p springe ich hier gegen den Uhrzeigersinn und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus p springe ich mit dem Uhrzeigersinn. Eine weitere Verallgemeinerung von diesen Irrfahrten auf ZD oder diesen endlichen Mengen ist die Irrfahrt auf einem Graphen. Was soll das sein? Also dazu gebe ich mir erstmal einen Graph vor. Ein Graph besteht aus zwei Objekten, nämlich der Kantenmenge oder der Vertexmenge V und der zugehörigen, also das ist die Knotenmenge, Entschuldigung, oder Vertexmenge V und der zugehörigen Kantenmenge. Und die hängt natürlich von dieser Knotenmenge ab. Und die möchte ich mit EV bezeichnen. Und dann gibt es die folgende Schreibweise, dass x und y Nachbarn sind. Das möchte ich mit diesem kleinen Twiddle da ausdrücken. Wenn das Folgende gilt, dass x und y zwei Punkte sind aus dieser Vertexmenge und es gibt eine Kante aus dieser Menge EV zwischen beiden. Und dann kann ich mir natürlich folgenden Übergangswahrscheinlichkeiten definieren. Also PXY ist gerade gegeben durch 1 geteilt der Anzahl der nächsten Nachbarn von x, falls halt y ein Nachbar ist von x, setze ich es auf diesen Wert und 0 sonst. Und hierbei sei der Grad von x, der hier als Funktion auftaucht, nichts weiter als die Anzahl der ausgehenden Kanten. Schauen wir uns das in einem Beispiel an. Also angenommen, das hier wäre mein Graph. Ich habe die Vertexmenge oder die Knotenmenge hier bezeichnet mit den Punkten 1, 2, 3, 4. Also ich habe hier 4 Knoten und eingezeichnet dazwischen die Kanten. Jetzt sehe ich natürlich aus dem Knoten 1 gehen 2 Kanten aus. Das heißt, ich habe eine Wahrscheinlichkeit 1/2, um von 1 nach 2 zu springen oder von 1 nach 3.
Das gleiche gilt auch für diesen Knoten 2. Ich habe auch wieder zwei ausgehende Kanten. Das heißt, ich habe mit Wahrscheinlichkeiten halb, kann ich von 2 nach 1 springen oder ich kann von 2 nach 3 springen. Dieser Knoten 3 hat drei ausgehende Kanten. Dementsprechend habe ich hier eine Wahrscheinlichkeit, ein Drittel nach 1 zu springen, ein Drittel nach 2 zu springen oder ein Drittel nach 4 zu springen. Während dieser letzte Knoten 4 nur eine ausgehende Kante hat, das heißt, er springt mit Wahrscheinlichkeit 1 zurück. In der Sprechweise von vorhin wäre das sozusagen hier ein reflektierender Randpunkt. Und Sie sehen, oft durch diese Vorschrift kann ich mir natürlich jetzt eine stochastische Matrix definieren. Und Sie sehen auch, wenn ich hier über alle Y summiere, summiere ich ja gerade über die Anzahl der ausgehenden Kanten, sprich, das summiert sich auch zu 1 auf. Das ist wirklich eine stochastische Matrix. Und wenn ich dann zusätzlich noch eine Startverteilung Nü vorgebe, habe ich hier wieder eine Nü-P-Markov-Kette vorliegen. Sozusagen das Beispiel hier ist jetzt nichts weiter als eine Verallgemeinerung von der Irrfahrt auf dem euklidischen Gitter ZD. Bei denen würde ich im Spezialfall, wenn ich den Graphen gerade als das euklidische Gitter betrachten würde, zurückerhalten, wie auch auf endlichen Mengen. Kommen wir jetzt noch zu einem Beispiel, das nichts mit Irrfahrten zu tun hat, sondern das eher biologisch motiviert ist. Und das ist sozusagen das, was man unter Verzweigungsprozessen versteht. Und das ist folgendes Modell. Ich möchte modellieren zum Beispiel das Wachstum von einem Bakterium. Und ich möchte folgende vereinfachende Annahmen treffen. Also zum Zeitpunkt n habe ich xn viele Individuen vorliegen, also viele Zellen oder Bakterien, was auch immer. Und dann sei jetzt der Mechanismus der folgende. Jedes Individuum von diesen xn vielen in der Entengeneration, wenn es dann stirbt, dann ersetzt es sich durch eine gewisse Anzahl y von Nachkommen. Und diese y, also die Anzahl der Nachkommen, ist ausgewählt mit Wahrscheinlichkeit μ. Also es ist eine Realisierung einer Zufallsvariable mit Verteilung μ. Und das mache ich jetzt unabhängig für jedes Element oder für jedes Individuum in der Endgeneration. Und die Behauptung ist, das gibt mir wiederum eine Markov-Kette. Also die Xn ist die Markov-Kette der Anzahl der Individuen pro Generation. Und die Übergangsmatrix P ist gegeben halt durch den folgenden Ausdruck, nämlich dieser Eintrag PXY ist nichts weiter als die x-fache Faltung dieser Verteilung μ ausgewertet in diesem Zustand y. Was nichts weiter ist als sozusagen diese Summe über alle y1 bis yx, die so gewählt sind, dass sie nicht negativ sind und sich auf y zusammenaddieren. Und von diesem folgenden Ausdruck, nämlich von μ von y1 mal μ von y2 bis μ von yx. Jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, das erste ist ja, es handelt sich hierbei um eine stochastische Matrix, weil wenn ich über alle y summiere, sehe ich jetzt hier, dass wieder 1 rauskommt, weil wenn ich hier über alle y summiere, sehe ich, dass ich hier am Ende alle Freiheiten habe, y1 zu wählen, nämlich es kann alle Werte annehmen in n. Und damit erhalte ich dann aufgrund der Tatsache, dass μ eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist, gerade den Wert 1 zurück. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wo kommt jetzt hier die Faltung her? Und das ist so eine kleine Erinnerung, was Sie vermutlich in einer Vorlesung, in der einführenden Vorlesung über Stochastik kennengelernt haben. Der Zusammenhang ist nämlich der folgende. Ich gebe mir mal vor, eine Folge von unabhängig identisch verteilten Zufallsvariablen, Groß Y, die ich indiziere mit n und i. Wobei n und i aus der Menge der natürlichen Zahlen inklusive der 0 ist. Und die Verteilung
von dieser Zufallsvariable yni ist gerade gegeben durch diese Wahrscheinlichkeitsverteilung mu, die ich vorgegeben habe. Jetzt definiere ich mir das Folgende. Ich setze einfach x0 gerade auf den Wert x und ich definiere mir xn als die Summe i gleich 1 bis xn minus 1 von diesen Zufallsvariablen yn minus 1, i. Und jetzt ist die Behauptung, und Sie sehen, warum wir das machen. Also xn war ja gerade, oder xn minus 1 war gerade die Anzahl der Individuen in der n minus ersten Generation. Ich möchte wissen, wie viele Individuen gibt es denn in der n-ten Generation. Und wir haben ja gesagt, dieser Mechanismus ist ja so, dass jedes Individuum der n minus ersten Generation, wenn es stirbt, würfelt es aus, wie viele Nachkommen es hat. Und diese Zufallsvariablen, die ich da betrachte, sind gerade diese Zufallsvariablen yn minus 1, i. Also das i-te Teilchen hat hier ausgewürfelt, wie viele Nachkommen es in der nächsten Generation hat. Daher kommt dieser Ausdruck zustande. Und jetzt können wir natürlich nachrechnen, dass dieser so definierte Prozess xn genau die gleiche Übergangsmatrix hat, wie wir sie hier oben definiert haben. Und dann sieht man natürlich auch, wo diese Faltung herkommt. Also wenn ich jetzt betrachte, ich gebe mir also Punkte vor x0 bis xn, die so gewählt sind, dass die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt 0 im Punkt x0 ist, bis zum Zeitpunkt n in xn, dass diese Wahrscheinlichkeit nicht verschwindet. Und jetzt gucke ich mir genau diese bedingte Wahrscheinlichkeit an. Und jetzt sehe ich natürlich, jetzt kann ich hierfür den Ausdruck auch einsetzen. Und das sehe ich aufgrund dieser Bedingung hier, weiß ich, die Summe läuft bis klein xn plus 1. Das heißt, hier steht nichts weiter drin als die Summe y n, hier ist auch ein Tippfehler, hier sollte yn, 1 bis yn, xn gleich xn plus 1 stehen. Und aufgrund der Unabhängigkeit dieser Zufallsvariablen yn hängt das Ganze nicht mehr ab von diesem Ereignis. Und jetzt erinnern Sie sich daran, wie können Sie die Summe von unabhängigen Variablen, die Verteilung mu haben, noch darstellen? Und da taucht gerade die Faltung auf. Nämlich das ist gerade gegeben durch die xn-fache Faltung dieses Maßes mu, ausgewertet in diesem Punkt klein xn plus 1. Und das war ja gerade diese Wahrscheinlichkeit, die wir durch diesen Eintrag der stochastischen Matrix vorgegeben haben.